Hallo zusammen. Hallo. Willkommen zum allerletzten Norwegen-Vlog. Wir sind wieder zurück in Tromsø. Wir sind gestern von der Lyngenalpen hier zurückgefahren in die Stadt. Unsere Ferien sind aber noch nicht ganz fertig. Heute ist unser letzter Tag und den nutzen wir, um uns Tromsø mal ein bisschen genauer anzuschauen. Leider spielt das Wetter heute noch nicht so ganz mit. Es ist ziemlich bedeckt und es tut auch leicht schneien. Aber der Wetterbericht hat gemeint, es steige nachher noch auf. Darum haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es wechselt ja hier recht schnell mit dem Wetter. Wir sind jetzt aber gleich schnell hier gerade ums Hotel herum. Den Contiki Gästebetreuer reinschauen und haben uns kurz informiert, was wir hier bei Schlechtwetter machen könnten. Und es hat wirklich mega viele Optionen. Also könnte jetzt irgendwie ein neues Polarmuseum oder die nördlichste Brauerei von der Welt, glaube ich, sogar besichtigen. Mhm. Oder das Hurtigrutenschiff, das ist auch noch im Hafen. Dort könnte man einen Kaffee heute Nachmittag. Also wirklich ganz viele Optionen. Darum sind wir gespannt, was wir heute alles werden entdecken. Okay, schnell 5 Minuten laden und schon bist du wieder im Schneesturm. Aber ja, es wechselt wirklich gefühlt alle 5 bis 10 Minuten. Von dem her, so ist es eigentlich noch schön. Das ist übrigens unser Hotel. Wir haben unser Zimmer irgendwo dort im 5. Stock oben und sehen eigentlich noch schön hier auf den Hafen runter. Ja, und ihr seht, schaut die Sonne schon langsam wieder vor. Es wechselt wirklich die ganze Zeit. Wir gehen darum nachher auch wirklich hier noch auf den Hausberg rauf. Zuerst wenn wir aber noch schnell hier ins Polarmuseum rein. Das ist nämlich neu renoviert worden, ist der ganze Winter zu gewesen und erst gerade letzten Samstag wieder neu aufgegangen. Ja, sind gespannt, was da drin zu sehen gibt. 1978 ist das Polarmuseum eröffnet worden. Auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem der grosse Polarforscher Roald Amundsen bei einer missglückten Rettungsaktion über dem Nordpol abgestürzt und ums Leben gekommen ist. Nur eine von den unzähligen spannenden Geschichten, die hier erzählt werden. Geschichten vom Überlebenskampf in der Arktis, Geschichten vom Robben, Walross und Eisbärenfang, Geschichten von harten Männern, die als Pionier Polarregionen am Nord- und am Südpol erkundet haben. Immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, nach Raum und nach einem Platz in der arktischen Entdeckergeschichte. Es war mega spannend. Die Region hat einfach so viel Geschichte, die wir irgendwie gar nicht realisiert haben, weil mir erst richtig bewusst wird, wenn man hier hinkommt. Wir konnten uns jetzt aber losreissen, weil wir wollen ja schliesslich auch noch etwas sehen von Tromsø. Darum sind wir jetzt hier auf die andere Seite vom Fjord und schauen, was es hier noch alles so zu sehen gibt. Und schauen, was es hier noch alles so zu sehen gibt. Ich kann es nicht sagen. Und und schaut, was es hier noch alles so zu sehen gibt. Zu sehen gibt! Ich kann es nicht sagen! Also, und schaut, was es hier noch alles so zu sehen gibt.
Wahnsinn, die Aussicht. Da wird einem auch erst so richtig bewusst, wie gross das Tromsø überhaupt ist. Und auch, dass es eigentlich größtenteils auf der Inseln ist, das habe ich mir gar nicht gecheckt. Ja, mega cool. Und ich glaube, wir suchen uns jetzt hier noch irgendein Plätzchen, um ein paar coole Fotos zu machen. Und dann hat sich der Ausflug da oben definitiv gelohnt. Mega schön gewesen. Zum Glück haben wir das noch gemacht. Wir sind jetzt aber wieder unten. Bevor es aber zurück in die Innenstadt geht, schauen wir uns noch eins der Wahrzeichen der Stadt an. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Ja, ist noch eindrücklich. Hat ein etwas vom Opernhaus in Sydney, nicht ganz so gross, aber eigentlich gleich noch schön. Bei Nacht haben sie ja noch die Fenster beleuchtet, für das ist jetzt aber noch etwas zu früh. Es ist zwar schon am Eindämmern, aber wenn ihr nicht darauf wartet, geht lieber zurück in die Stadt. Wir haben vorher noch gesehen, wie das Hurtigruten-Schiff eingelaufen ist. Wir haben gedacht, wir lassen uns die Gelegenheit nicht gehen, um mal zu schauen, wie das dort aber drauf aussieht. Echt noch cool. Fühlt sich ein bisschen wie auf der Titanic. Wir waren noch nie auf so einem grossen Kreuzer. Hier gemütlich in die Kabine. Ich will es nicht reinfilmen, weil sonst sieht man ein paar Leute in der Unterhose. Rettungsboot scheint es auch genug zu haben. Jetzt gehen wir mal schauen, ob sie auch einen guten Kaffee machen. Was meinst du? Oh ja, ich warte schon den ganzen Tag drauf. Didn't think I'd make it without you by my side. Let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Spannend war, mal so ein Schiff anzuschauen von dieser Hurtigruten. Wir waren aber gleich froh, was dann ohne uns ausgelaufen ist und wir wieder allein waren. Wir wollten nämlich noch ein bisschen das Nachtleben hier von Tromsø anschauen. Wir haben dann auch ein cooles kleines Pub gefunden mit Live-Musik und mit auch ziemlich feinem Bier, so arktisches Polarbier oder so, direkt aus der Brauerei hier von Tromsø. Ich habe es mega gerne gehabt. Und ich glaube, der perfekte Abschluss war, nicht nur von dem Sightseeing-Tag gestern, sondern von der ganzen Norwegen-Woche hier mit Kopiki. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden. Wir haben eine mega tolle Zeit gehabt. Die Reise, die wir hier gemacht haben, kann man übrigens 1:1 so bei Kopiki buchen. Bald kommt der Frühbucher-Katalog raus. Ich glaube, im März oder April. Mitte April. Genau. Und dann sind dort auch alle Reisemöglichkeiten aufgelistet und unter anderem auch unsere tolle Reise. Wir tun doch einfach mal alle Informationen in die Beschreibung und wenn es euch interessiert, könnt ihr auch dort mal vorbeischauen. Ja, dann wäre es das gewesen von uns. Wir melden uns hier ab aus Norwegen. Ja. Die nächsten Videos sind dann wahrscheinlich wieder aus der Schweiz. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dann, vergesst nicht. Geht raus. Und schreibt euch eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss.